Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nur wegen dieser Impfpflicht Leute, die sich bis dato nicht impfen haben lassen, jetzt diese Impfung geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Herr Rapp, es gibt jetzt eine Impflotterie. Jeder Zehnte gewinnt 500 Euro. Was? 500? Na, dann nehme ich gleich 10 Impfungen. Dann machen Sie sich bitte ganz frei, dass wir nur Impfstellen haben. Genau. Und den und wieder anziehen, bitte. Sind aber schnell wieder anziehen. Das ist die alte Moderationsschule. Ja, aber der Vorteil, ich bin jetzt 10-mal geimpft, habe automatisch 500 Euro gekriegt. Schaut euch das an. Ja, das kannst du gleich mir da lassen. Das schützt man seit 25 Jahren, Alter. Nein, Moment, hinten anstellen. Ja, da mache ich jetzt eine Rückzahlungslotterie. Jeder 400. gewinnt. Naja, ich rechne mir da keine großen Chancen aus, dass ich mein Geld jemals wieder zurückbekomme. Boris Dorli, heute hier bei uns in der Pressestunde. Der Bürger Hansi. Na Moment, wir sind nicht bei Hansi, aber Sie sind turnusmäßig wieder dran. Was gibt's zu erzählen? Ja, möchte wichtige sozialdemokratische Themen erwähnen, die klassenlose Gesellschaft oder natürlich die Solidaritätsgesellschaft, Errungenschaften der Sozialdemokratie vor 100 Jahren. Entschuldigung, für das bin ich jetzt nicht extra aufgestanden am Sonntagvormittag. Oder? Ein bisschen spannendere Themen, wann es aber geht. Wieso das ja wichtig, in Zeiten wie diesen solidarisch zu sein? Wir sind zum Beispiel auch solidarisch mit der Regierung, ja, haben für die Impfpflicht gestimmt und die Impflotterie. Obwohl sorry, das geht nicht, Frau Bus. Irgendein Incentive müssen Sie mir bieten, irgendeinen Anreiz, Sie sehen das genauso, oder? Ja. Hallo, da hinten, die sind alle schon eingeschlafen, weil Sie da so fad. Geben Sie mal irgendwas, was uns einen Anreiz bietet, dass wir unsere Pflicht da tun, unseren Job erledigen. Soll ich Ihnen mal eine Uhr geben, oder was? Dass ja, was das Gold ist, bitte, eine goldene Uhr kriegen wir. Das ja, ist ja wirklich... Achso, nein, ist wenigstens ein Katzensilber, so wie es ausschaut. Das ist also, bitte, Gold, Frau Bures, Entertainers. Was? Here we are now. Das ist ja, also, das ist schwierig. Wie sage ich das jetzt? Also, es ist wirklich allerhand, ja. Wir sind derart unsolidarisch mittlerweile, ja, dass einfach so der gemeine Bürger was? Nur mehr an sich selbst Hallo. Denkt, ja. Und wenn er keinen Vorteil daraus hat, dann macht er nichts. Ja, das muss sich ändern. Das muss endlich auch ändern. Hat sie gemeiner Bürger zu mir gesagt? Die gemeine Bures nennt mich gemeiner Bürger. Also die Uhr können Sie gleich wieder zurückkommen, Frau Bures. So billig kriegen Sie meine Aufmerksamkeit da nicht. Da müssen Sie schon was Besseres einfallen lassen. Haben Sie nicht irgendetwas zu bieten? Naja, da hätte ich eine Mappe mit alten SPÖ-Werbungen. Interessiert Sie das nicht? Interessiert das irgendwen? Ja, mich interessiert das sehr. Ich sammle politische Devotionalien. Und diese SPÖ-Mappe, die habe ich schon lange gejagt. Das ist der absolute Jackpot. Ich habe gewonnen bei diesem Glücksspiel. Rein rechtlich handelt es sich hier nicht um ein Glücksspiel, Herr Tür. Diese Mappe steht Ihnen nicht zu. Es könnte ja auch noch andere Leute geben, die Devotionalien der Sozialdemokraten sammeln. Also bitte, ich weiß genau, Sie interessieren sich für sowas überhaupt nicht. Ja, Sie wollen mir das jetzt nur madig machen. Ja? In was für einer verlotterten Gesellschaft leben wir eigentlich, ja? Dass niemand mehr irgendwem irgendetwas gönnt? Verlottert ist die Gesellschaft nicht, verlotteriert ist unsere Gesellschaft. Die Frau Bures hat es bereits gesagt, eine klassenlose Gesellschaft wünscht sie sich. Ja, die haben wir jetzt. Klassenlose werden verteilt und alle Bürgerinnen und Bürger dürfen gewinnen. Okay, Sie kriegen die Mappen. Wer kommt denn da daher? Wer ist denn das? Ah, den kennen wir gar nicht. Hallo. Ah, der Herr Bundeskanzler, wir sind ganz viele Journalisten und haben ganz viele Fragen. Aha. Zum Beispiel zum Thema, ist die ÖVP jetzt korrupt? Das wäre eine Frage. Oder ich möchte natürlich... Journalisten, ich würde Sie alle bitten, dass Sie Ihre Fragen in den Pott werfen. Jeder schreibt das auf einen Zettel und dann wird verlost. Ja. Aber Sie müssen antworten. Bei dieser Lotterie... Nein. Sie müssen mir schon Anreize bieten, damit ich hier meine Arbeit mache. Also, tun Sie gegenseitig Lotterie machen. Wer von mir was will, das kostet extra. Wie Sie wissen, bin ich Ärztin und als Ärztin finde ich das gut, dass Sie diesen Mascheclip bis zu Ende geschaut haben. Lachen ist gesund. Lachen wir doch über die Blödheiten in der Politik, im Fernsehen. Das bringt uns alle weiter. Und lassen Sie uns auch ein Like da, wenn es Ihnen gefallen hat. Abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal. Dann gibt es jede Woche ein neues Video. Aktivieren Sie auch die Glocke. Schreiben Sie uns in die Kommentare, zum Beispiel, wenn Sie finden, dass ich zu oft sage, dass ich Ärztin bin.